Den Einsatz Open Educational Resources wollen wir an allgemeinbildenden, aber auch berufsbildenden Schulen in Deutschland deutlich stärken. Und das scheitert ja bisher oftmals gar nicht mal nur an der Ausstattung oder Verfügbarkeit von offenen Ressourcen, von freien Lernmaterialien, sondern vor allen Dingen an der Vorbereitung von Lehrkräften, die das entsprechend nutzen sollen. Wir sehen, das gilt für die digitale Didaktik, digitale Bildung allgemein, dass das Themen sind, die bisher gar nicht strukturell in der Lehrkräfteausbildung, im Lehramtsstudium verankert sind. Und genau das gilt es natürlich zu verbessern. Dazu braucht es Pflichtmodule zu allgemeiner digitaler Bildung, aber auch fachspezifischer digitaler Bildung und digitalen Medien an jeder Hochschule im Lehramtsstudium und auch eine enge Verknüpfung phasenübergreifend auch mit den praktischen Elementen, sodass man Theorie und Praxis in der digitalen Bildung stärker miteinander zusammenbringt. Das war ein erster Punkt in der Ausbildung. Das gilt natürlich dann nur für Lehrkräfte, die in vielen Jahren an unseren Schulen tätig sind. So lange wollen wir nicht warten. Deshalb gilt es natürlich auch, die Weiterbildung und Fortbildung von Lehrkräften zu stärken. Nicht nur zu Fragen von neuen Lehrplänen, die jetzt von der Landesregierung vorgegeben und in die Praxis übersetzt werden sollen, sondern ganz klar zu digitaler Bildung. Das umfasst aber auch Digital Literacies im weiteren Sinne. Das reicht von der technischen Bedienung, digitale Medien bis zum selbstbestimmten, kritischen Umgang damit, auch Medienkompetenz, Quellen, die man so zum ersten Mal sieht, auch kritisch einordnen zu können. All das sind Kompetenzen, die Lehrkräfte ihren Schülern und Schülerinnen in der digitalen Welt beibringen sollen, vermitteln sollen. Das wollen wir natürlich stärker in der Lehrkräfteausbildung, aber vor allen Dingen auch in der Fortbildung verankern. Für die Hochschulen generell gilt, davon profitieren Lehramtsstudierende, aber alle anderen ganz genauso, dass natürlich auch an den Hochschulen mehr mit freien Ressourcen gearbeitet werden sollte als bisher. Wir würden das gerne politisch weiter fördern. Ich glaube, es wäre wichtig, dass wir die entsprechenden Anreize schaffen, beispielsweise durch Möglichkeiten rechtlicher Anrechnung von Engagement in der Bereitstellung, Erstellung und auch Verbreitung von freien Ressourcen, von Lehrmaterialien auf die Deputate. Wenn tatsächlich dann Lehrende an den Hochschulen die Zeit zur Verfügung haben, freie Ressourcen überhaupt zu erstellen, würden das sicher deutlich mehr Menschen nutzen. Und auch da gilt natürlich, wir wollen unterstützen die Lehrenden an den Hochschulen, insbesondere diejenigen, die jetzt nicht aus dem IT-Bereich kommen, sich vielleicht zum ersten Mal damit befassen, mit Weiterbildungsangeboten zu Fragen des Datenschutzes, des Urheberrechts, aber vor allen Dingen auf der digitalen Didaktik. Und ich bin sehr davon überzeugt, wenn wir das stärken, Lehrkräfte, Ausbildung, Fortbildung, aber vor allen Dingen auch den Einsatz an den Hochschulen, dann wird das sicher in alle Bildungseinrichtungen in Deutschland ausstrahlen, sodass wir künftig deutlich mehr freie Ressourcen sehen werden.